Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute steht ein Sample bei mir auf der Seekiste, was mir der liebe Markus vom Whisky-Tagebuch zugeschickt hat. Und es handelt sich um einen deutschen Whisky. Jo, ich bin da schon total gespannt. Ich habe schon mal eingegossen und werde noch ein bisschen was über diese Abfüllung erzählen. Also es handelt sich um die Abfüllung The Erwick Edition 1912 Hekate. Das ist ein Glen Ells und eine Sonderabfüllung von Glen Ells. Glen Ells, die es nicht wissen, stammt aus dem Harz, aus der Hammerschmiede. Und wie ich persönlich finde, meine persönliche Meinung, also wenn es einen deutschen Whisky gibt, der ziemlich ähnlich den schottischen kommt und da gut mithalten kann, dann sind es für mich die Glen Ells Abfüllungen, insbesondere die Cozy Winter Abfüllungen, die sind super. Darum bin ich schon ganz gespannt auf diese Abfüllung. Alrik hat nichts mit der Legende des Schmiedes zu tun, was ja eigentlich naheliegend gewesen wäre bei ja, Hammerschmiede. Nee, es bezieht sich auf einen Nachbarort, wo die Hammerschmiede liegt. Und der Name bezieht sich, wie gesagt, auf diesen Nachbarort. Hekate ist die griechische Göttin der Totenbeschwörung, der Wegkreuzung, der Weissagung etc. etc. Keine Ahnung, in welcher Beziehung hier zu dieser Abfüllung steht. Es gab mal eine Alrik-Abfüllung Beltane. Die bezog sich Beltane, irische, keltische Frühjahrsfest, auf den Frühjahrsbeginn. Was das jetzt mit Hekate zu tun hat, keine Ahnung. Wie gesagt, in griechischer Mythologie bin ich jetzt auch nicht ganz so firm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist diese Abfüllung mit 52,3 Volumenprozent abgefüllt. Nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Limitiert auf 555 Flaschen. Und sie bekam ein Finish in sogenannten First Fill PX Blood Tubes. Was Blood Tubes sind, habe ich versucht zu googeln, habe ich nichts gefunden. Weiß ich nicht. Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren rein, wenn ihr wisst, was Blood Tubes sind. Und, also wie gesagt, lag vor in First Fill Petrosemines-Fässern und anschließend nochmal ein Finish in diesen First Fill PX Blood Tubes. Also ich bin total gespannt. Was besonders ist bei Glen Ells und wo sie sich, sag ich mal, doch von Schotten unterscheiden. Sie produzieren ja auch durchaus rauchigen Whisky. Und das Malz, das darn sie nicht über Torfeuer, so wie es die Schotten machen. Oder eben halt auch hier meine heimatliche Distille in Lötz. Glen Ells macht das über Buchenholz und in diesem Fall auch über Erlenholz. Und sind denn damit so ähnlich wie zum Beispiel McMyra, die ja ehemals, wenn sie was rauchigen Single Malt kreieren, über oftmals über Wacholderholz da. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Rieche ich mal. Das, was ich hier in der Nase habe, ist gleich eine unheimliche Süße von den PX-Fässern. Der Rauch ist gar nicht vordergründig. Überhaupt nicht. Das, was man in der Nase hat, primär, das sind echt so dieses PX-Geruch, Rosinen. Jetzt kommt so ein bisschen Rauch. Total spannend. Normalerweise habe ich den Rauch immer als erstes mit und die anderen Aromen kommen erst danach. Aber hier ist wirklich leicht rauchig. Super eingebundener Rauch. Und so ein zarter, wahrscheinlich durch das Buchenholz, und zarter Schinkengeruch.
Aber wirklich nur ganz hart. In Verbindung mit der Süße von den PX-Fässern geht das mehr so in Richtung Julschinken. Weiß nicht, wer von euch Julschinken kennt. So ein gebackener Kochschinken mit Trockenobst, Rosinen, Honig. Essen die Schweden gern, wie der Name sagt, zu Jul, zu Weihnachtszeit. Und so ein bisschen in der Richtung geht der Geruch. Aber vordergründig wirklich der PX. PX ist ja jetzt nicht so ein besonders fruchtiger Cherry, sondern so ein süßer. Aber was ich mit PX immer so verbinde, das sind Rosinen. Und jetzt wird der Rauch stärker. 52,3 Volumenprozent ist natürlich ordentlich, aber ich habe keine alkoholische Schärfe in der Nase. Auch nicht dieses Kühlende, was ich oft habe bei hochprozentigem Alkohol oder schlecht angebundenem Alkohol. Gar nicht. Also hier in der Nase ist der Alkohol super eingebunden. Mein Blindtasting würde ich jetzt niemals auf über 50 Volumenprozent kommen. Die Schinkennote wird stärker. Schinken, Rosinen. Was ganz leicht Bäriges, was aber auch wieder zum Julschinken passt. Und zu den Rosinen. Vielleicht leichte Anflüge von Weintrauben, was Weinhaftiges. In meinem Fassexperiment habe ich jetzt einen Rotwein, einen süßen Rotwein drin. Und vorher war ja ein rauchiger Single Malt drin, den ich einen Finlaggen. Und habe letztens mal den Rotwein so einen Schluck abgezapft. Und der war so ähnlich jetzt. Ja, so ein rauchiger Ton war in diesem Wein und auch aber dominanter. Und hier habe ich eine Weinfrucht mehr. Jetzt wird er wieder süßer. Der Rauch ist jetzt fast nicht mehr vorhanden. Dafür kommt jetzt ein stärkerer Weincharakter durch. Ja, die Rosinen gehen jetzt ein bisschen in den Hintergrund. Und das, was bleibt jetzt, ist wirklich der Kochschinken, der Julschinken und ein weinartiger Duft. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen Weingummi oder so, das nicht, auf keinen Fall. Obwohl, na doch, vielleicht auch in Richtung Weingummi. Ja, eine schöne Nase, definitiv, absolut. Macht Spaß dran zu riechen. Ja, also der Nase sehr, sehr, sehr komplex. Aber was anderes habe ich jetzt von Markus auch nicht erwartet. Und er hat dann wirklich tolle, tolle Tropfen. Und das ist so einer, der wirklich toll ist, ne? Also der von der Nase her muss er sich hinter keinen Schotten verstecken. Absolut super. Also ihr könnt jetzt hier noch bestimmt 20 Minuten weiter dran riechen. Und würde ich mich immer noch drüber freuen, aber so ein langes Video soll es ja nicht werden. Und vom Geruch, denke ich mal, habe ich ihn gut jetzt schon ausklabüstert. So, jetzt bin ich gespannt, was er am Gaumen sagt. Auf dich, Markus, Lunch. Überraschender trockener Antritt im Mund, bevor die Süße kommt. Und jetzt ist die Süße da, die ist so dermaßen omnipräsent, die füllt den ganzen Mundraum auf. Bisschen Rauch,
Jetzt kommt es wieder. Na, also das ist wirklich im Mund eine Kurve, ne? So eine Sinuskurve, die er beschreibt, ohne aber jemals ins Negative abzurutschen, sondern bleibt mit der Sinuskurve immer im positiven Bereich. Was habe ich da? Also die Süße vom PX ist klar. Der Rauch ist im Mund ein bisschen stärker, der Alkohol ist super angebunden. Er schiebt wirklich und trägt die Aromfracht, ohne in irgendeiner Form vordergründig zu sein. Ja, also er trägt wirklich bloß die Aromen. Auch im Mund hätte ich niemals gedacht, dass das jetzt über 50 Volumenprozent sind. Hätte es vielleicht auf 46, 47, nee, 47 auf 46 hätte ich ihn eingeschätzt. So super eingebunden. Na, ich habe den Weingummi wieder. Ich habe den Schinken. Ein richtig schöner, saftiger Jule-Schinken mit einer schönen Honigkruste. Eiche bisschen. Ja, wie gesagt, zum Anfang. Echt überraschend. Trockenes Mundgefühl. Kann vielleicht sein durch den hohen Alkohol. Und dann kommt die Süße. Dann kommt die Süße und die rollt über die Zunge im Mund. Bewegt sich hin und her. Na, da habe ich die Rosinen, da habe ich den Weingummi. Weintrauben. Ja, auch Orangen. Saftorangen. Vielleicht sogar Richtung Blutorangen. Kleinen Schluck mir gönnen. Ja, frisch angegossen. Wirkt der rauchiger. Da kommt die Süße noch nicht so durch. Haben mir vorhin so ein bisschen, habe ich ja erzählt, das stand ja ein bisschen länger. Da war der Rauch schon ein bisschen verflogen. Also wie gesagt, frisch angegossen wirkt der Rauch egal. Das wieder der trockene Antritt, bevor die Süße kommt. Und am Ende hin bleibt so eine schöne Eichenwürze, die in Richtung Schokolade geht. Oh, jetzt. Jetzt habe ich eine leichte Schärfe vom Alkohol, so ein leichtes Pritzeln. Aber sehr angenehm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der in der Nase jetzt komplexer wirkt als am Gaumen. Also im Geschmack ist der super. Auch schön komplex. Und ich mag es ja, wenn ein Whisky so eine Art Sinfonie bildet, ne? Mit hohen und tiefen Tönen. Also eine Melodie, Sinfonie ist vielleicht übertrieben, also eine Melodie hat und nicht nur so auf zwei, drei Akkorden sich bewegt, ne? Sondern wirklich mehr zu bieten hat. Und der hat es. Ja, also es rollt. Aber ich glaube, nee. Also Nase und Gaumen halten sich gut im Gleichgewicht. Ja, Fazit, ein hervorragender Whisky. Super. Hält gut mit diesen Cozy Bear Abfüllungen oder bisschen Cozy Winter Abfüllungen hält er gut mit. Preislich recht intensiv. Ich habe ihn im Internet gefunden für 180, 190 Euro. Das ist eine fette Ansage. Aber wie gesagt, eine Limitierung von 555 Flaschen, 52,3 Volumenprozent, gehe ich mal von aus, ist Fassstärke. Hervorragende Fässer, sehr aktive Fässer, trägt aber kein Alter. Obwohl es Quatsch. Auf der großen Flasche ist, glaube ich, abgebildet, auf jeden Fall im Internet steht drauf, wann der destilliert und wann er abgefüllt wurde. Also jetzt hat ein Alter. Ne? Ja. Toller Whisky.
Bin total froh, dass ich diesen super Tropfen probieren durfte. Wie gesagt, Markus, schönen Dank. Super Teil. Absolut. Und da zeigt die Hammerschmiede, was sie kann. Also vergesst den Journey oder sowas, ne? Alles unfair zu sagen. Der kostet dreimal so viel oder viermal so viel wie der Journey. Ist ein toller Whisky. Absolut super Teil. Kann ich nur sagen. Und trotz des hohen Preises, denke ich mal, ist er es wert. Ne? Also mir hat er ausgezeichnet geschmeckt. Super Teil. Geiles Ding. Ja, schreibt mal in den Kommentaren rein, welchen deutschen Whisky ihr mögt. Kennt ihr Glen Ells? Gibt es bessere als Glen Ells? Ja, was sollte ich als nächstes auf dem deutschen Markt probieren? Na, ja, schreibt mir einfach rein, hinterlasst mir ein Like, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat. Müsst ihr mir trotzdem keinen Daumen nach unten geben. Abo, würde ich mich immer freuen. In diesem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao und schaltet wieder rein, wenn ich hier auf der Seekiste für euch ein Single Malt probiere. Oder ein Whisky. Oder was anderes. In dem Sinne, ciao.